Hallo, mein Name ist Katrin Hammes. Ich arbeite beim Landeskontrollverband Rheinland-Pfalz Saar, betreue dort das Projekt Gesundheitsmonitoring Rind und darf euch heute in diesem Video ein bisschen was zur Anatomie der Klaue erzählen. Zuallererst ein paar Hintergrundinformationen. Das Rind ist ein Huftier und die Huftiere kann man unterscheiden in die Paarhufer und in die Unpaarhufer. Paarhufer sind Tiere wie zum Beispiel die Giraffe oder aber das Schwein und ganz klassisch Wiederkäuer wie die Kuh, das Schaf oder die Ziege. Zu den Unpaarhufern zählen Tiere wie der Esel oder das Zebra. Und natürlich das allbekannte Pferd. Wir beschäftigen uns heute mit den Paarhufern. Das sind Tiere, die eine gerade Anzahl an Zehen tragen. Das bedeutet, dass das Körpergewicht des Rindes auf zwei Zehen, und zwar der dritten und der vierten Zehe, getragen wird. Und bei den Unpaarhufern ist es eben so, dass nur eine Zehe, und zwar die mittlere Zehe, das gesamte Körpergewicht trägt. Dann habe ich euch hier jetzt einmal eine Abbildung mitgebracht. Links auf der Abbildung ist einmal die menschliche Hand dargestellt und rechts einmal der Unpaarhufer und in der Mitte eben der Paarhufer. Auf den ersten Blick denkt man, oh Gott, da unterscheidet sich ja schon einiges. Also es ist ein komplett anderer Aufbau. Dem ist aber eigentlich gar nicht so, denn der Grundplan ist relativ ähnlich. Und dass man eben die Hand des Menschen auch relativ gut mit dem Zeh oder dem Fuß der Kuh vergleichen kann. Alle drei Hände sozusagen bestehen aus einem Handwurzelknochen und dann geht es weiter mit dem Mittelhandknochen. Bei dem Mensch ist der ein bisschen verkürzt. Sowohl der Paarhufer als auch der Unpaarhufer haben einen sehr langen und gestreckten Mittelhandknochen und anschließend folgen die Fingerknochen. Und bei dem Unpaarhufer verhält es sich jetzt eben so, dass der Mittelhandknochen eben aus dem einen Zeh besteht und da das Körpergewicht draufgetragen wird. Bei dem Paarhufer ist es so, dass zwei Zehen das gesamte Körpergewicht tragen. Der Fuß ist eben so aufgebaut, dass die zwei Zehen, die das Gewicht tragen, vergleichbar mit unserer Hand, jetzt die dritte und vierte Zehe darstellt oder der dritte und vierte Fingerknochen. Der erste Zeh ist zurückgebildet bei den meisten Paarhufern und Zeh Nummer 2 und 5, die sind nach hinten abgewinkelt und bilden die Afterklaue. Damit habe ich euch eben an dem Bild ja relativ eindeutig gezeigt, dass das Rind ein Zehenspitzengänger ist. Also das ganze Körpergewicht dieses Tieres lastet auf der dritten und der vierten Zehe. Auf diesen zwei Zehen bewegen sich die Tiere fort. Wenn man das so vergleicht, ein Mensch bewegt sich ja auf der gesamten Sohlenfläche. Bei der Kuh ist es so, dass die Fußungsfläche, die diesem Rind zur Verfügung steht, nur 100 Quadratzentimeter beträgt, je Bein. Und das bei einem durchschnittlichen Körpergewicht von rund 600 bis 650 Kilogramm. Beim Mensch hingegen beträgt die Sohlenfläche 300 Quadratzentimeter und das durchschnittliche Körpergewicht liegt bei 75 bis 80 Kilo. Jetzt ist relativ schnell klar, dass die Klaue eine enorme Last zu tragen hat von mehreren hundert Kilo und dass das unter Umständen bei falscher Belastung oder bei schnellen Ausweichbewegungen für das Rind eben auch gar nicht so einfach umzusetzen ist. Der Fuß des Rindes ist eben evolutionär so angepasst, dass der eben für einen weichen Untergrund geeignet ist. Mit der Entwicklung zur modernen Milchkuh hin kommt es halt immer wieder mit relativ festen Böden zu Problemen bei den Tieren, weil der Fuß eben nicht unbedingt dafür entwickelt ist, auf einem harten Untergrund zu stehen. Lange Stehzeiten, feste Untergründe können den Tieren eben große Probleme bereiten und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass eben eine optimale Klauenpflege vorgenommen wird und dass man schaut, dass die Füße des Rindes in optimalem Zustand sind. Daher ist es nach wie vor auch immer ganz toll, wenn Tiere Auslauf in Form von Weide haben können. Das ist natürlich nicht auf jedem Betrieb zu realisieren. Damit bin ich am Ende meines Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und macht's gut.